Heute verbringen wir einen Tag zusammen in Istanbul. Einfach ein bisschen durch die Stadt gehen, ein paar Besorgungen machen. Wir waren jetzt auf einer sehr, sehr langen Reise und sind jetzt am Ende des Trips. Das Wetter ist gut. Istanbul macht Spaß. Cheers. Hallo, wir draußen. Cheers. Mit am Start. Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen in Istanbul. Peace. Und ich nehme euch heute mit durch den ganzen Tag in Istanbul. Smash that like button. Like button. Yes. Ein Wort zu gestern. Oder Studententag aus dem Leben, vergiss. Wir wollten gestern in 3 oder 4 verschiedene Clubs. Wir sind einfach nirgends reingekommen. Wir wollten einfach nur ein bisschen laute Musik hören und einen Drink nehmen. Einfach nur einen netten Abend genießen nach einer langen Reise, nach sehr viel Arbeit. Coffee them things. But medium. In Amerika habe ich sehr, sehr oft Cappuccino mit Irish Cream, Irish Foam, ich weiß nicht genau was getrunken. Das ist so mein Favorite Getränk geworden. Das gibt es leider in der Türkei nicht. Dafür habe ich jetzt Hazelnut Flat White, Freunde. Du musst doch mal vergleichen mit vor 2 Jahren, als wir hier waren, oder vor einem Jahr. Da sind wir einfach auf dem Taksim Square gestanden. Da waren wir plus 3 weitere Menschen. Das ist auch ein einmaliges Erlebnis gewesen. Ja, man, sowas once in a lifetime. Hoffentlich kommt nicht nochmal sowas wie, aber ja, war auch ein krasses Erlebnis und jetzt so crazy. Das ist Istanbul. Das ist halt reales Istanbul und was wir vor einem Jahr gesehen haben, ist einfach Istanbul gewesen wie eine Geisterstadt. Wir stehen vor Arabian Oud. Wir schauen nach einem Parfüm. Das ist das erste Mal, das will ich mal festhalten, das erste Mal, dass dieser Herr und ich einen Tag verbringen, wo wir uns einfach Sachen besorgen, durch die Stadt gehen und die Stadt oder das Land genießen können. Kein Essensvideo drehen, kein. Bei uns gab es nur Foodtouren und Party. Merhaba. Wow, ist schon ein geiler Laden, ey. Boah, der Duft. Boah, der riecht schön sanft. Ja, ja, ja. Das ist halt diese arabischen Parfums. Also was das angeht, sind die schon on the top so. Der Laden ist auch wunderschön, goldbraun. So viele verschiedene Parfums. Ist natürlich ein bisschen preislich, sag ich mal, in der mittleren, höheren Klasse so, zwischen Mittel und Hoch, würde ich sagen. Boah, das ist nice. Aber das ist ein ungewohnter Geruch, muss ich sagen. Schon sehr, sehr fruchtig, gell? Leider könnt ihr natürlich nicht mitriechen. Jetzt riech mir mal an dem mit dieser Feder. Aber da merkt man ein bisschen den alkoholischeren Geruch, finde ich. Das mag ich. Magst du das? Was ist das hier? Welches ist das? Das ist das Rose. Das Rose? Von fruchtig bis schokoladig bis Vanille bis... Das sind alle richtig geil. Geiler, als ich erwartet habe. Damn. Ja. Das riecht ein bisschen ähnlich wie das ich von Ashmal habe. Ich finde auch, dass das im Gegensatz zu den anderen ein bisschen Standard riecht. Genau. Eine Flasche kann schon auch überzeugen manchmal. So das Design, dann denken sich, die muss... Mir hat die hier gefallen. Ja, die sieht schon sehr Versace-mäßig aus, oder nicht? Ah, stimmt, ja. So I like them Versace-Tings. Ich frage immer, ob ich mir das da und das da links und rechts in den Arm machen kann. Nehmen wir eine Runde. Aber die Düfte verändern sich ja nochmal. Erst auf der Haut und nach einer halben Stunde riechen die nochmal ein bisschen anders. Ja. Deswegen, ich gebe immer meine 2 Favoriten links und rechts auf den Arm, gehe eine halbe Stunde spazieren und dann... Dann merkt man auch gleich, wie der Duft sich noch verändert. Genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin der absolute Standard-Parfum-Mensch. Ich bin ein Dior-Fan, Dior-Fahrenheit, liebe ich. Tranchicolaire, bye. Weiter geht's. Lukas, dein Tipp, Parfum auf den Arm lachen, spazieren gehen, den Duft beobachten, wie er sich entwickelt auf der Haut. In der Nase auch eine kleine Pause gönnen und dann nach einer halben Stunde nochmal links, rechts riechen, dann hast du deinen Favoriten. Und dann kauft er beide. Das ist auch etwas, was ich an Istanbul liebe. Es gibt so viele Leute, die einfach auf der Straße Musik machen. Falls mal kein Geld da ist für Tickets, ridet ihr so, Freunde. Istanbul, Hatay, glaube ich. Hatay war ich noch nicht. Lukas, seine Stadtfreunde. Da trifft man immer jemanden, den Lukas kennt. Ciao, Bro. Mach's gut, ciao. Versuch mal mit irgendeinem High Five zu machen. Wenn du High Five kriegst, kriegst du 5 Euro.
Du darfst dir die Person selber aussuchen. Alter, aussuchen. Das sind 75 Liter, Mann. 5 Euro, wenn du einen High Five kriegst. Verdammt! 5 Euro gewonnen. Emre Abi, Touristenführer, sag uns was. Wir sind in der Nähe von Galata. Galata Kulisse. Ist der Turm auch irgendwo hier? Ja, der Galata ist vorne Turm. Rechts. Schauen wir den an? Wollt ihr? Nein. Lasst uns auf die Suche machen nach... Okay, dann nicht. Das war nichts. Emre und Lukas werden belästigt von Parfümverkäufern. Was man dieses Jahr deutlich bemerkt in Istanbul ist, es gibt sehr viele Parfümverkäufer. Aber ansonsten, die Stadt lebt wieder so. Süße Cafés. Schöne Straßen. I take you to the candy shop. Auf jeden Fall sind wir am Turm, Freunde. Ist es der Burgerladen von Salt Bay, ja? Und, wie fandest du den Burger? Ich glaube 7,8 von 10. Wenn wir den mal probieren sollen, schreibt es unten in die Kommentare. Dann kann man das sicher auch irgendwann mal verwirklichen. Was ist hier für eine Treppe? Komm. Da steht's drauf. Was für ein Touristenführer. Emre, kann man, was ist das hier? Er sieht die Kamera nicht. Wo wart ihr auf einmal? Du hast aber schon ein bisschen Angst gehabt, hä? Sneaker Shop, wir sind da. Hey. Und weil mich so viele Leute gefragt haben in den letzten Videos und auf Instagram, das ist der Schuh, den ich trage. Ein Reebok. 45.5 right here. I don't think it will fit, but I can try. Because sometimes I have 46.5 or 47. But I think it's a little bit too small. I feel it in here, you know? Aber es ist ein bisschen zu klein. Die können größer. Wie groß ist es? 45,5, ich habe manchmal 47. I don't think it fits. Thank you. Was sagst du zu dem, ey? Ich kenne Schau wieder. Den hast du schon, oder? Er hat den schwarz. Ich finde die geil bei dir. This one? 45. Turkey people have little feet, right? It is what it is. Leider ist es nichts geworden. Bye bye. Leider ist nichts geworden. Randy trägt hin und wieder auch Schuhgröße 47. Das ist ein Big Feet Tinger, ey. Nee. Nicht? Nein. So, Freunde, wir befinden uns. Wow. Hey, kannst du dich noch an die Stelle hier erinnern, als es geregnet hat und der schwarze Mann deinen Regenschirm gehalten hat? Genau hier sind die gleiche Straße entlang gegangen, die wir jetzt entlang gehen. Yes. Was werden wir essen? Wir gehen den Kollegen Emin Uster besuchen, a.k.a. Mario. Super Mario, für ein Balik Ekmek, dem Bruder mal wieder Hallo sagen, vielleicht kennt er uns noch. Mit einer der berühmtesten Straßen in Istanbul, würde ich mal sagen. Die zwei Kollegen da oben schauen, dass alles sicher ist. Und jetzt schauen wir mal hier durch, ich will was Leckeres zu essen finden. Man merkt doch direkt, diese Straße ist so eine richtige Anglerstraße, hier geht's um Fisch. Das riecht, oh, der Fischgeruch, Cooking them fish. Balik Ekmek Street, ne? Ja, Mann. Hier geht's einfach nur um Fisch, von Angeln bis Essen, ne? Ja, Mann, aber wir müssen aufpassen, es gibt von Super Mario so Fälschungen. So, auf dem Weg dorthin betrefft ihr ungefähr 4 bis 6 Marius, ja, aber ganz am Ende, erst ganz am Ende, wartet Emin Uster auf euch. Ja, okay, aber bei einer Straße ist das Ende auch der Anfang. Man kann ja auch von der anderen Seite reingehen. Der Anfang ist Ende. Jetzt bin ich verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt. Yes, my friend. One pitcher, 10 lira. 10 lira? Yeah. Yeah, okay. I just have 5. 5? No, 5. Joking, I'm joking. Steht der Originale da? Ja, ich glaube schon. Sofort erkannt. Everything good? Superstar. Yes, how are you? I'm good for you. Hast du es da? Super Mario Emin Uster. Ready, oder? To eat. Let's go, Balik Ekmek-Fetzen. Zurück in Istanbul, Leute. Was will Bestes man mehr? Bestes Frühstück.
Ja, Mann. Er hat gesagt, Ding, es kommen sehr viele Deutsche durch Lukas sein Video hier. Da müsste sein. Wo sind meine Prozente? Danke, mein Fan. Kommst du rum, Nerde? Du kannst dann, der Laden gehört dir. Tamam. Wir dürfen noch irgendwas probieren, was noch nicht auf der Karte ist oder noch nicht. Ach so, Balık dolması. Das ist gefüllter Fisch. Natürlich werden wir das berühmte Balık Ekmek hier probieren, aber es wird noch ein Gericht geben, das noch nicht mal auf der Karte ist, das wir heute probieren dürfen, zum ersten Mal. Exklusiv bei Lukas. Getastet. Also wenn wir sagen, dass es gut ist, kommt es auf die Karte. Und wir werden auch ein bisschen zuschauen bei der Zubereitung des neuen Gerichts. Das ist noch eine Überraschung. Seid gespannt, es wird... Oh mein Gott, Freunde. Jetzt wird's tasty. Was ist jetzt hier genau alles drin? Ich glaube, einfach ein Balık Ekmek, Dürüm, ein bisschen Gemüse drin, some spices, Super Mario Spezialsoße, die sowohl drin ist, als auch noch außen drum rum. Da kommt noch schwarzer Sesam. So, wir haben das mal sehr genau abgefilmt, alles so. Da seht ihr, was jeder Schritt, was passiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass er das mit sehr viel Liebe macht, die Kreten rausholt, zack, zack, zack. Es dauert so 10 Minuten, haben wir jetzt gewartet, bis es fertig ist. Also auf jeden Fall wird da mit sehr viel Liebe und Präzision gearbeitet, meine Damen und Herren. Besser kann man den Tag nicht beginnen um 19 Uhr. Super Mario. Freunde, ist nicht nur Super Mario, ist auch Super Balık Ekmek. Und das Geheimrezept ist für alle über 18. Ein bisschen Fisch, Balık Ekmek und dazu ein kühles, leckeres Efes. Nicht wirklich kühl, aber lecker. Okay, Freunde, jetzt schauen wir uns mal das Gericht an, das noch nicht auf der Karte steht und auch noch nicht zur Verfügung ist. Und dann wird sich herausstellen, ob das auf die Karte kommt. Also was bis jetzt auf dem Brett liegt, Salat, Fisch, Paprika, bisschen Gewürze, schneidet den ganzen Fisch klein, mundgerecht. Und ich denke mal, das wird dann schön in diese Paprika reingepresst oder reingestopft. Er hat auf jeden Fall jetzt eine dicke Menge Fisch geschnitten, Salat und wieder wird gewürzt, wieder vermengt. Und man sieht, mit Masse wird auf jeden Fall nicht gespart. Er stopft diese ganze Paprika voll. Das ist jetzt schon nicht mal mehr wirklich Fisch mit Salat, sondern es wurde zu einer Paste. Frag ihn mal, ob jetzt Lukas entscheidet, ob das auf die Karte kommt oder nicht. Şimdi Lukas mı karar verecek bunu menüye koymamı? Bunu daha önce de yapıyorduk. Lukas isterse tüm Almanya sereriz. Also die haben das schon davor gemacht, aber die haben es halt nicht quasi verkauft. Verkauft. Okay, warum also, haben sie es noch nicht verkauft? Niye hiç menüye koymadın? Bu özel müşterilerimiz için. Also es ist nur für Specials, für Special Gäste. Aber jeder kann es bestellen, der herkommt. Herkes sipariş verebilir, değil mi? Tabii ki. Und wenn Lukas es will, auch Randy, machen die es für ganz Deutschland. Wenn ihr es wollt, kommt hierher, bestellt es. Er hat es gerade gesagt, wenn wir wollen, dass das ganz Deutschland bekommt, bekommt das ganz Deutschland. Und auch mehr, warum das nicht auf der Karte ist. Die Zubereitung dauert eben ein bisschen länger und die machen es eben frisch. Wenn es halt wartet, dann schmeckt es nicht mehr so gut. Und dann ist eigentlich auch das Gericht schon fertig. Es wird nur noch in Alufolie eingerollt und kommt auf den Grill. Und zwar auf einen nicht elektrischen oder Gasgrill, sondern auf einen Grill, der wirklich Holzkohle drin hat. Der Tag nimmt langsam sein Ende. Es ist ein bisschen romantische Musik.
bei Super Mario. Wir sind gespannt. 6,5 Stunden später. Also mit einer schon gewissen Wartezeit jetzt auf jeden Fall. War das jetzt sehr, sehr lange in der Kohle drin. Deswegen, wenn ihr herkommt, bestellt das direkt. Esst noch was kleines anderes, vielleicht das normale Balik Egg Mac, weil das dauert eine gewisse Zeit. Nachdem es unten in der Kohle drin lag in Alufolie, kommt es dann nochmal auf den Grill. Fatboy. Fattinger. Wow. Ja, Bruder. Es sieht schon sehr, sehr wild aus, aber. Oi. Can you say smash that like button? Smash. Also, was hat er gesagt? Smash that like button. Like button. Yes. Yes. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Bist du der neue Kellner hier? Was haben wir jetzt hier drin? Du hast zugeschaut, Bro. Ihr wisst, was wir hier drin haben. Guten Appetit. Also wir sehen hier, dass das roher Fisch war. Vorher zumindest. Jetzt nicht mehr. Boah, das schmeckt schon. Ich habe schon diese Säure gemerkt. Hot. Mit einer Wartezeit verbunden von ca. 55 Minuten. Hoffe ich jetzt, dass diese Gabel sehr, sehr gut schmecken wird. Schon sehr lecker. Es lohnt sich schon, ja. Die Paprika schmeckt auch intensiv. Der Fisch ist auch ziemlich nice. Es ist überhaupt sehr, sehr lecker. Es schmeckt schon ein bisschen ähnlich wie dieser Dürüm, den wir auch gerade gegessen haben. Nur, dass du halt das Brot nicht hast und diese ganzen Carbs. Vom Grundflavor dasselbe. Süß, sauer, scharf. Ja, ein bisschen mehr fettiger könnte es sein. Da müsste man halt noch ein paar Sachen reinpacken. Aber das Krasse ist, die haben das ja nicht oben auf dem Grill gegrillt. Gell? Der hat es in Alufolie eingepackt und unten in die Holzkohle reingelegt. Mm. Halt auf, wir tossen. Cheers. Scharf? Ich habe noch nicht probiert. Probier doch jetzt. Ich bin nervös geworden. Bin ich so schüchtern. Das schmeckt geil. Ist schon aber ein bisschen schärfer, gell, als Dürüm. Ich habe ihm auch gesagt, er soll es halt ein bisschen lecker. Schärfer machen. Ich glaube, es ist eine gute 8. Ich würde 7 sagen. 8? 8? Ich bewerte es halt professionell, nicht mein persönlicher Geschmack. Wenn es mein persönlicher Geschmack wäre, würde ich es wahrscheinlich eine 7,2 geben. Aber so, war es richtig gut gemacht, Alter. Was soll man sagen? Ich bewerte mit persönlichem Geschmack. Ich würde dem Ganze auch eine 7, 7,5 geben. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu essen. Es ist super lecker. Aber long. Çok sürdü diye. Ha, yatmaya gidiyor. Also, ja, geht schlafen. Sie hat einfach nicht verstanden, was du gesagt hast. Nicht angekommen, ja. Weiter geht's. Bye, bye. Gut war's. Es war heute ein sehr, sehr entspannter Tag. Ja, Mann, relax. Ja, Mann. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Hast du dich entschieden eigentlich? Ja. Rechts, links, wie sieht's aus? Rechts. Riecht gut. Mit dieser Feder. Sieber kann auch noch mitentscheiden dann, ja. Oh mein Gott. Tja, jetzt sind wir uns alle uneinig. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Schau mal. Fett Gott, Alter. Rau, einer schnarcht. Fight them things. Dogfights are illegal. My dog is white. He's very cute, very cute. Wunderschöne Stadt, Leute. Langsam gehen die Lichter an. Weihnachten einfach. Die hängen ein bisschen nach auf jeden Fall mit der Deko. Jetzt letzte Station. Struggling. Letzte Station, wir werden jetzt Parfum holen gehen. Ganz aber gut, das nennt man Popping. Das Popping Dance. Wave them things. Paco, Attack! Attack! Freunde, wir sind wieder zurück. Back on track.
Also der Winner ist... Das ist das Einzige, was mich abfuckt an dieser... Das hier ist so unnötig, sieht auch voll billo aus. Der Winner ist... The Feather One. Rezal. Cash them things now, cash them. Kann ich die Tüte haben? Krack dem Tings. Was sagt ihr, Freunde? Ja? Schon exquisit, hä? Sieht sehr süß aus. Warum immer Westside eigentlich? Woher kommt das? Oder steht das für Wien? Für was? Für Wien. Steht für Wienside. Wientinger. So, Freunde, danke fürs Einschalten. Hiermit beende ich den Istanbul-Vlog. Peace. Bis zum nächsten Mal. Die Katze am Kleiner. Kickt er nur. Kickt er nur. Jetzt, Kali, die Katze da. Die Katze am Kleiner. Bringst du den Packerl-Diebel mit.